So Leute, Servus und willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic Schlag mich tot Evolution World. Ich hätte es sogar ein bisschen weiter hinter setzen können, aber ist doch nicht schlecht, oder die Sichtbarkeit. Die kleine Ecke, was da fehlt, das ist doch glaube ich wurscht. Notfalls machen möchte, mache ich das über... sag's mir. Hier die Schwebebahn, weil die lasse ich dann eh hier rumgehen und lasse die hier über die Gehege fahren. Ich weiß, hier hinten könnte ich auch noch so ein kleines Gehege reinbauen. Nee, wenn ich dich... Weil, das da würde ich sagen, das ist kleinere Gehege als das hier. Wenn ich dich jetzt hier rüber setze, bist du dann immer noch happy, weil ganz ehrlich, der hat genug Grasland, viel zu viel Wald. Eigentlich wäre der da drüben auch happy. Because he's happy. Komm. Wir hauen jetzt hier auch mal kurz eine Fleischspende rein. Der kommt jetzt schön in die Vision. Ja. Und das Tor öffnen wir einfach mal. Fossilien. Da ist es, Gallibernstein. ...32, 35, 36, ja nee, das passt. Hautabdrücke, weg damit, Osmium, weg damit. Da haben wir auch einen Kasmorph 3 direkt wieder. Oh, warte mal. Ich habe Kasmorph auf 3, dann kommt der Galli auf 3 nach dem Bernstein. Dann können wir hier eigentlich alles durchhauen. So. Die Reihe ist schon mal fertig, wir haben 1,3 Mülle. Wir gehen dennoch weiter auf Galli, wir brauchen 80%. Cosmo komme ich glaube ich auf die 80 schon, deswegen gehe ich jetzt hier auf den Pachel C verloren, einfach damit wir ihn haben. So, wo ist denn mein Dino-Lion, mein Kerator, der läuft da rum. Du hast eben ein großes Gehege, Kerator, also dir sollte dann gar nichts mehr fehlen. Ja, tut's auch nicht. Die Leute vom Hotel sind auch happy, wenn der hier durchläuft. Sind wir bei 8,3 nur ein. Ich habe halt wenig Gäste, weil ich wenig Dinos habe. Das ist mein Problem eben. Ich muss eigentlich ein Pflanzwassergehege auch noch bauen. Das bauen wir jetzt aber schön eckig. Bisschen Platz lassen wir da noch. Ja. Oh, da kann ich sauber was reinsetzen, oder? So. 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 Map. Ist auch so ein schönes kleines Gehege. Pachyzee verloren, jawohl. Gold, Vogeleier. Was haben wir hier noch? Homalo. Fahren. Das ist natürlich auch so. Das müssen wir extrahieren, weil das ist super. Galli ist lebensfähig, ja. Das heißt, den können wir jetzt auch durch extrahieren. Naja, ist schon wieder voll. Das Einser behalte ich jetzt sogar auch mal. Gehe weiter auf den Galli aber. Und hier weiter auf den Kasmo. So, wie kriege ich jetzt die Vision in dieses Gehege? Boah, da reicht eine so ein Ding eigentlich. Und zwar ungefähr so. Habe ich eine ziemlich gute Sichtbarkeit. Kann man den Weg einfach direkt hier raus verbinden. So. Der sollte auch in dem Stromkreis eventuell... Er wird nicht angezeigt, dass er keinen Strom hat. Also in irgendeinem ist er drin. Ja, in dem großen. Offenbar gerade so. Brauchen wir langsam mal die Dinge. Und wir müssen jetzt auch schauen, dass wir hier... Nein, Landschaft, Wasser.
wird aber hier vorne. Nein, hier mitten rein kommt die Futterstation, hier kommt so das Wasserloch hin. Reicht schon? Umso größer das Wasserloch macht, umso mehr Grasland nehme ich auch weg und so. Wo ist mein Kerator? Der ist immer noch nicht durchgelaufen durchs offene Tor. Ich würde, dass er durchläuft, weil ich den nächsten hier einfach ausbrüten kann. Aber er will nicht so ganz. Ich könnte noch das Entwicklungslabor darüber swappen. Warte mal. Terra. Schlecht. Müsste der noch weiter runter ein bisschen. Das ein bisschen gerader werden, die Mauer. Komm, das testen wir jetzt. Wir haben eben ein bisschen Geldreserve. Wir haben die neuen Fossilien gefunden. Ja, ich weiß. Die mal so. Und dann so. Oh, hier Terra-Beschränkungen. Ist hier so uneben? Eigentlich nicht wirklich. Die Finanzen sehen solide aus. Ja, solide ist leider nicht perfekt, aber... Ja, es geht. Ich kann es dahin bauen. Dann wird das hier hinten ist mein Ausbrütgehege. So, haben wir den Weg hin. Jetzt wird es echt eng vom Platz hier nochmal für die Ding. Schwebebahn. Eigentlich will ich die aber auch bauen. Als ob der da auch diese minzige Ecke reicht, dass der Strom hat. Aber geil. Und dann kann ich das hier verkaufen. Fuck! Ich hätte es mit den Dingern verkaufen müssen. Oder habe ich da Geld dafür bekommen? Ich habe nicht aufgepasst. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. Ich glaube, ein Hotel passt da nicht rein. Ein zweites. Nee. Niemals. Aber. Boah, passt da jetzt die Schwebebahn rein? Da passt die Schwebebahn rein. Oh, wie geil! Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, wie geil, dass die da jetzt reinpasst. Oh, wie geil. So, hier gehe ich ja direkt den Weg nach oben. So. Oh. Kacke. Zu eng. Ja, das Ding bauen wir das wieder. Warte mal, das wird ewig dauern. Deswegen muss ich ja wieder in meine Fossilien dingen. Das war ein bisschen Exkremente. Natürlich wieder Gold. Gold ist mega. Vogel auch super. Ja, Para leider nicht so. Gully wird extrahiert. Patchy. Patchy 2 wird mal aufgehoben. Oh nice, Kasmo, da sind wir mit dem Kasmo oben. Oder noch ein Dreier Kasmo rumliegen. Kasmo ist durch 58. 61, 64, wir brauchen mehr Galli. Wir brauchen mehr Galli Mimus. Ja, Strecke unvollständig, ich weiß schon. Zack. Gäste, das Ding, Strecke. Ich muss hier schauen. So. Oh. Oh. So. Hier könnte ich jetzt nochmal so einen Stop reinmachen. Gut, da breche ich mal kurz ab. Das schaut richtig gut aus, wie ich es da habe. So. Gebäudebeschränkung. Ich frage, kann ich jetzt hier so hingehen? Um dieses Hotel?
Ja, noch eine Kurve kriege ich nicht hin. So. So. Nee, ich komme nicht rum ums Eck. Ich komme nicht rum ums Eck. Der muss weg. Das kostet jetzt alles Geld eben. So. So komme ich aber rum. So, dann richtig schön hier mitten drüber. So. Bisschen da rein, damit wir nochmal so eine Kurve fahren können. Hier drüber übers Gehege. Wunderbar. Und jetzt gehen wir hier durch. Wo eventuell noch ein Ding kommt. Futterstation muss ausgefüllt. Ja, mach mal gleich. So. So. Oh, das schaut gut aus. Kurz den Winkel. So. Ja, und hier oben kommen wir raus. So. Damit es transportfähig ist, muss ich ja eh eine zweite Ding. Ich tue dich einfach mal deaktivieren. Dann meckerst du auch nicht mehr im Normalfall. Dann Ranger Team 1 Aufgabe auffüllen. Der Generator ist immer noch da. Stimmt, ich könnte die auch einfach deaktivieren jetzt. Was ist das eigentlich? Zwei. Warum eigentlich zwei Gebäude? Ach so. Futterstation und das Ding? Nee, oder? Komisch. Komisch, aber egal. Fossilie. Wir haben wieder Gold bekommen. Wir haben wieder Iridium bekommen. Wie bei fast jeder Ausgrabung. Wir haben Galli bekommen. Wir haben Kasmo bekommen. Wir haben Human. Eine andere Abteilung steckt dahinter. Okay, Ranger Team 1, Fahrzeug lenken. Wo bist du eben? Ist eben aufgefüllt. Ach, Kacke. Ja, müssen wir bis zum Kraftwerk hinterfahren, aber mein. Ja, dafür wird es ein zweites Ranger Team eventuell doch lohnen, aber so viel Geld haben wir jetzt noch nicht. Wir haben 1 Million. Da wird es rein, wenn ich allein die Krankheitsforschung mache und dann bin ich die Millionen los. Und ich baue eben noch Gehege, da ich dann direkt hier. Warum muss ich dich reparieren? Egal, mach mal. Auf zum Kraftwerk. Wuhu. Gut, dass meine Kraftwerke so viel Strom produzieren, deswegen ist es nicht so dramatisch, weil nur eins weg ist. Zack, neu starten. Starte neu, okay. So, unsere Gästeeinnahmen müssen dann eigentlich steigen. Das geht aber erst, wenn wir hier halt alles hochboosten. Auch die Transportbewegung. Stimmt, wir brauchen oben. Hier oben am Eingang brauchen wir eigentlich noch ein, so ein Transportding. Das Teil muss irgendwo hier oben hin. Und das ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Warte mal, Auge. Habe ich für Transport? Ja, habe ich auch. Wir haben hier gar keine Nachfrage. Wir haben hier gar keine Nachfrage. Wir haben hier gar keine Nachfrage. Nur hier. Aber zeigt an, wo Gäste. Wo den Gästen die Reisezeiten ausgehend vom Ankunftsort zu lange dauern. Das heißt. Eigentlich müssen wir es hier oben reinbauen irgendwo. Und da habe ich jetzt schon die Idee. Aber eigentlich wollte ich da ein Kraftwerk bauen, aber. So, wir nehmen den Weg. Bauen den da hoch. Dann können wir nicht den hier, wo die Leute eben drauf sind, abreißen. Den Weg bitte, jawohl. Und hier auch dieses kleine Stück noch. So.
Und jetzt können wir das Ding hier noch bestimmen. Halt, da ging's kurz. Das probieren wir jetzt einfach. In der Hoffnung, dass wir die Kurve kriegen. Das sieht auch so aus, ob wir sie kriegen. Ah, verdammt. Aber failed. Ich muss sie noch enger machen. Und ich glaube. Ach verdammt, falsch. Über die Einstellungen. Audio. Musik 85. Ja, Musik haben. Zeitlich schaut's cool. Wo halt diese eigenartige Gästegebäude. So. Da kommen wir. Jetzt kommen wir auch durch. So ein bisschen nach links gedreht. Hier vorne wird es halt so extrem eng. So. Ne. Das hier ist halt echt problematisch, weil ich muss halt hier auch. Ich kann von dem hier raus. So. So. Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung ist beeindruckend. So. 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 Oh. Hui. So, jetzt hat. Gehen wir kurz hier hinter. Drehen hier die Runde. Kommen wieder hier vor. Woo! Und hier muss ich den letzten kurz wieder wegmachen. Jetzt muss ich mit dem dann nur noch vorbeikommen. Ihr Ruf ist beeindruckend. Warum habe ich das jetzt doch fertig schon? Nee. Ich habe wieder einen Bonus bekommen, oder? Alter. Ja, es werden halt nicht mehr Gäste. Ich habe zwar jetzt die Gehege, aber ich habe die Dinos nicht. Der hat auch keinen Bock, das Gehege zu wechseln. Also ich habe jetzt keinen Bock mehr. Jawohl, nee, jetzt ist ja eigentlich egal. Ich habe jetzt geendet. Ein Metria brauchen wir ja. Einen machen wir jetzt auch. Ah, halt, stopp. Abbrechen, kriegt er die 800 wieder, ja. Upgrades. Ach nee, den hätte ich auch so. Was erfolgreich? 4-0 gibt's auch. Alter. Ja, egal, wir hauen hier ja Erfolgsrate rein. Ich meine, ich habe ihn nicht gemoddet. Ich habe nicht das Geld, um ihn zu modden. So. Ja, wenn hier noch ein Gehege hin soll. Brauchen wir jetzt hier noch eine so eine Station, die wir sie irgendwo hier hinten hinbauen. Kann ich da noch weiter hier reinbauen? Da so. Fuck, nee, dann ist es ja vom Winkel her schlecht. Ich muss die eigentlich hier oben irgendwo hinbauen. Eigentlich sogar direkt hier oben. Komm. Komm. Ich hab's gehört. Ich hab gedreht. Halt da. So. Kurve zu eng. Halt, stopp. Ja. Oh, oh, oh. Dann muss ich so machen. So. Jetzt geht's auch. Kommen wir auch hier raus. Hier rum. Das ist eigentlich schlecht, wenn ich so baue, oder? Warte. Den machen wir nochmal weg. Ich habe kein Geld mehr. Oh fuck, ich habe kein Geld mehr. Und wenn ich Geld kann ich an. Nein! Meine Musik ist wieder. Warum ist die ganze Zeit meine Musik aus? Ich brauche ihn hier. Ah, der muss in das Gehege dann.
Oh. Stimmt, die Futterstation muss ich dann wieder aktivieren, aber auch. Damit der wieder sein Essen kriegt, weil sonst hat er ein Problem. Der. Ja. Nee, der ist noch in Ordnung. Mach einfach mehr Dinos. Mach ich plus? Ja, aber nicht viel. Oh, wie schaut's hier aus? Barbasol für 25. Ups. Na, das bleibt. Ja, okay, du bist eh gut. 37. ist 460. Schmaus, du stehst bei 38, über 1040. Na, ja, du bist bei 38. Wo stehst du? Du bist bei 44. Gehst auf 41 runter. Warum ich wieder keine Ingame-Musik mehr habe, keine Ahnung, warum die sich stehen. Das ist, weil ich die Ding-Musik halt aus habe hier, die Audio hier lizenzierte Musik stumm schalten. Naja. Ach, schon Fossilienmusik. Warum haben wir keine Fossilien? Können wir gar nicht extrahieren. Dann muss ich jetzt eigentlich auf den Galli nochmal gehen. Zack. Weil da brauchen wir noch mehr vom Galli. Vom Kasmo haben wir jetzt schon die 83. Das reicht. Das reicht, dass wir ausbrüten können. Ich muss die Strecke hier halt noch fertig machen. Problem ist, dass wir jetzt kein Geld mehr haben eben. Wenn der gleich fertig ist, dann wird sich das alles ändern. Dann habe ich zwei Dinos, habe ich eine viel bessere Bewertung. Dann kommen mehr Gäste, dann mache ich mehr Einnahmen. Verwaltung, Strom, schaut gut aus noch. Dann wird die Mission fertig, dann ist das hier fertig. Dann kann ich auf die anderen beiden gehen. Also erstmal Unterhaltung dann und danach Ding. Ich werde dich vertrödeln, ja, ich viel zu sein. Es gibt Leute, die was da viel schneller sind wie ich, aber. Ja, weil ich spiele es dann so, wie ich spiele. Hier ist dann so auch schon ein bisschen für das Gehege vorbereitet. Fürs vierte, das sind ja drei kleine. Eventuell werden jetzt ja direkt drei Fleischfresser-Gehege. Und hier kommt dann das große Pflanzenfresser rein. Da ist er fertig. Neuer Dino! Oh, der ist schnell. Okay, der hört sich auch interessant an. Ach ja, aber so viel zu meinen Millionen, die was ich eben noch hatte, ja. Du würdest ein Dino aus, baust ein bisschen Bahngleise und schon. Helikopter betäubt den aber trotzdem, weil der muss in das Gehege hier drüben rein. Was sind meine zwei Gebäude, die was eben nicht verbunden sind? Das ist sogar verbunden, das ist nicht verbunden, da ist ja kein Weg. Ja, für den Weg habe ich das Geld eben noch. Kann ich auch mal in die Verwaltung reinschauen? Braucht das Ding hier eigentlich Essen, Getränke, Ding? Nein, braucht es nicht. Das ist bloß für Transport wichtig. Ja, du bist ja nicht verbunden. Das ist alles deaktiviert, deswegen sind die Leute ja nicht happy. Zu den Fossilien ist ganz wichtig. Platin. Oh, Platin! Ja, und Galli Bernstein! Dann baue ich jetzt trotzdem erstmal jetzt die Bahngleise fertig. Als allererstes, die wenn fertig sind. Gute Entscheidung, diesen Auftrag ja, anzunehmen. Und direkt sind die Einnahmen durch. Danke. Ich will die ein bisschen enger hier bauen, damit die genau so. So, so und zack, verbunden. Ja. Betriebsbereit. Betriebsbereit. Dann du hier unten. Mit Wegverbindung. Achso. Aktivieren.
So, jetzt sollten alle auf Happy sein. Mitria Kantosaurus, Transportteam. Bringt den mal kurz hier rüber. Ich habe auch keine Ahnung, wie happy der in dem Gehege da oben war eigentlich. Wie happy bist du da? Ach, eigentlich war der happy da drin im Kleinen. Kann ich mir merken? Weil ich glaube, das hier ist rein flächenmäßig ein bisschen... Ja, die sind eigentlich gleich. Eigentlich sind sie gleich, aber das soll er haben. Wenn er da echt viel Wald. Wie waldig? Oh, der braucht doch echt viel Wald. Aber hier kann man auch easy noch voll Wald einfügen. Hier hinten. Da hinten kann man noch viel Wald einfügen. Problemlos. Wenn man Geld hat. Aber jetzt der Zug fährt. Jetzt bin ich hier auch. Sehr hohe Zufriedenheit, sehr hohe Qualität, sehr hohe Sicherheit. Ach, geil. Schutzraum hervorragend. Ein Hotel, ja, aber das reicht ja eben auch noch. Wir haben keinerlei Überfüllung. Ach ja, genau. Sie, Ihre Aufgabe zu Hause auch fertig, oder? Ja, Kanotaurus ist fertig. Woo. Das heißt, unser Geld nutzen wir jetzt erstmal, um neue Expeditionen zu starten. So. Wir machen einmal Galli und Homalocephalus weiter. Und wir gehen auf. Wir haben einen großen Transfer. Toro, die zählen eigentlich als groß. Also brauchen wir Kamera. Könnt hier oben dein Onychos-Gehege draus machen. Aber das mache ich erst, nachdem ich die Pflanzenfresser ausgebrütet habe. Oh, 50, jawohl. Es geht voran. Ja, der zweite Dino hat es einen extremen Boost gebracht. Der Metria Kantosaurus. Oh, Geborgenheit? Ja, dem fehlt jetzt ein bisschen Wald fehlt ihm. Ach komm, hier hinten hauen wir dir noch ein bisschen Wald rein, so beim Wasser. Halt falsch, den Dino. Jawohl, jetzt ist der super happy. Super happy ist der. Fassungsfossieren aber gleich. Wir können den neuen Auftrag auch gleich noch annehmen. Jetzt hier vom Isaac. Ich habe ein perfekt neues Angebot, das Sie sich ansehen sollten. Solange jetzt hier von ihm, von noch nicht George. Haben, ich stehe ständig unter Strom. Ich weiß, es ist nicht dasselbe. Aber irgendwie doch. Boah, ernsthaft. So, Schutzraum. Wir brauchen hier oben eigentlich noch einen Schutzraum. Wetter ist gesaved. Wir brauchen einen Schutzraum hier oben noch. Den warte ich aber ab. Wir haben Fossilien. Wir haben wieder Gold. Wir haben 1,4 Millionen auf einmal wieder. Wir haben wieder Galli gefunden. Wir haben Kamera. Kamera 1 weg. Homo. Nee, Patchy. Ja, egal. Zwei Patchys nehmen wir jetzt auch mit. Genetisch starke Heilung 3. Ja, in Dominus Rex. Könnten wir machen, wenn wir Geld hätten. Eigentlich muss ich auf aggressives Verhalten 3 gehen. So, was gehen wir jetzt? Auf hier gehen wir weiter und trotzdem noch weiter auf Galli. Erforschen wir im Galli? Ja, aber zu wenig. Das ist, glaube ich, nur ein oder zwei. Ja, weil 2% haben wir die 80. Könnten wir die auch ausbrüten. Einfach nur, damit wir die Quest hier haben. Dann haben wir das Kerato-Gehege, das Metriacanto-Gehege und das Deinonychus-Gehege. Und hier oben kommt dann das Pflanzenfresser-Gehege. Das muss ich jetzt dann auch bauen. Da sind die 1,4 Millionen dann wahrscheinlich gleich wieder weg. Einmal kurz Verwaltungsansicht. Das braucht halt einen Schutzraum. Eigentlich auch Sturmsicherung. Sturmsicherung, ja, das zählt, glaube ich, hier oben. Das passt schon. Wir müssen als erstes Gehege hier bauen. So, Gehege, Zäune. Alles aus Beton. Sorry. So. Hier ein kurzes Stück. Dann gehen wir jetzt auf die Rundung. So. So.
So. Und jetzt wieder gehen gerade hier durch. Hier rüber. Hier vor. Runter. Da brauche ich keine Rundungen. So, wie groß machen wir es? So. Das ist jetzt eben. Eintreffender Tropensturm. Wir haben 1 Million. Wir gehen kein Risiko ein, wir öffnen direkt die Schutzräume. Ich kann Ihnen nicht befehlen, diesen neuen Auftrag anzunehmen, aber ich wünschte, ich könnte es. Er klingt wirklich gut. Ja, die nehmen wir an. Das ist mega. Fetter Kasmo, bist du ein Galli? Ja, Galli haben wir jetzt auch 80. Der kommt weg. Halt, stopp, nein, den nicht. Den Einser explodieren wir doch nicht. Sturmwarnung. Und ich hab die Räume früh geöffnet. Geil. Richtig geil, aber oh, keine Stromausfälle. Nein! Ranger, Team 1, lenken. Wir fahren direkt zu den Kraftwerken hoch, damit wir das sofort reparieren können, falls was kaputt geht. Aber in diesem Sturm, sag ich dann, während dem Weiterfahren. So, lange fürs Zuschauen und... Oh. Bis zur nächsten Folge. Servus.